Stärke der Bremsen ja, etwas was denn? hochstellen. So. So, wer fährt denn jetzt vor? Ich fahr bis er genau. Fährt und es fährt nachher alle weiter. Ja. Finde ich gut. Gerade wenden, ja, Screenshots nur wenn man steht, ey. Das ist auch ein Scheiß, ey. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß. Da muss halt die Windows-Screenshot-Funktion nutzen. Das ist ein Vorteil an Windows 10, es hat eine Screenshot-Funktion, wo das direkt abgespeichert wird, aber das oder ist auch der einzige legst Vorteil. Oder du den Shortcut auf Wraps, das geht auch. Ja, habe ich doch. So, aber sonst ist an Windows 10 alles kacke. Achso, Blödsinn. Ja, dann funktioniert das doch auch, Carsten. Nee, da muss ich trotzdem stehen. Hä? Was macht? Ja, weil das, wenn er die gleiche Taste in Fraps gelegt hat, wie in Steam. Ist sie auch, F10 ist sie auch bei ETS? Wusste ich gar nicht. Ja, bei ETS ist sie F10. Der Busfahrer will was sagen. Die ist überall im Prinzip. Ja, ich hab nur festgestellt, dass ich doof bin. Oh. Es wartet jetzt da alle, dass ich auch eng vorbeifahre und die stellen mich hinten an. Naja, kann passieren. Julian, weißt du noch neulich in ATS die Ampel, wo wir hinter dem Typ standen und es ging alles nicht weiter, obwohl ja, wir da... genau. Wo wir so Ewigkeiten da gestanden haben und die reden die ganze Zeit, oh, guck mal, hier ist eine Tankstelle, oh, guck mal, guck mal, guck mal. Und wir immer so, hä, Leute, man kann hier voll durch die Röhren durchgucken. Ja. Ja. Musst dir mal so ein Blaserohr machen und guckst mal, ob du den Busfahrer hinten gegen den Kopf pusten kannst. Ja, mach ich gleich mal. So mit Erbsen. So Erbsen? Hast du Erbsen dabei? Ah. Oh, das war früher so ekelhaft. Diese Kichel... Warte, was war denn? Diese Stockbällchen aus Papier. Ja, in der Schule oder im Bus oder so. Im Bus haben die sowas auch gemacht. Boah, voll assi. Ja, wieder. Voll assi in Fulda gewesen, ne? Ja, Fulda ist voll die Assi-Stadt. Kommen nur Assis her. Wir haben das nicht gemacht im Bus. Wir haben das immer nur in der Schule gemacht. Also unsere Busse von der SWK sahen eigentlich immer ganz gut aus. Wenig Randale und so. Bei der DSW könnte ich mich da... Habe ich jetzt auch noch nicht so schlimme Randale-Spuren gesehen. Gut, hier fehlte mal hier und da ein Sitzpolster, ne? Also ein kompletter Sitz, aber... Du wachst, oder was? Was denn? Du wachst. Der komplette Sitz gefeit hat. Genau. Ah! Warum bremst du? Der Busfahrer, der bleibt immer stehen, wenn er abbiegt. Immer gut, dass ich die Bremsen stärker gestellt habe. Oh, Motorfehlfunktion, wo kommt die denn her? Das Schöne ist... Die reduzieren einfach die Geschwindigkeit. Wir sind aber wieder irgendwo gegengefahren, oder was? Nee, ja, ich habe ja gerade dem Carsten eben einen Stups gegeben und habe mich dann nochmal die Leitplanke geknutscht. Das könnte sein, dass es da... Julian. Och, Julian. Mai, das ist halb so wild. Ja. Und meine 5% Schaden, die bezahlst du mir, ne? Ich gebe dir ein Bier aus, habe ich gesagt. Nee, das reicht nicht. Dann gebe ich dir 2 Bier. Das reicht nicht. 3 ja, Bier. Ja, dann gibt er deinen Cheatcode aus. So. Muss jemand tanken? Es kommt nämlich keine Tankstelle. Aha, witzig. April! Witzig, ne? Ist witzig, ja. Ich halt mal gerade. Oh, Julia, du bist witzig. Voll gut, ne? Ja, Andi, was machst du denn? Da ist eine Baustelle, das habe ich erst nicht gesehen. Oh, Baustellen. Ich wollte mal gucken, ob ich nicht an dem Carsten vorbeiziehe. Ich weiß nur noch nicht, ob wir auf der geradeaus bleiben durch. Können. Andi? Links um mich. Erinnerst du dich? Immer, wenn ich im Stau belle, sehe ich eine Baustelle. Du musst da so ein bisschen den Chicote ersetzen. Nee. Andi. Julian. Ja? Josh hat dir das schon so oft gesagt, du kannst ja, und ich nicht. Werde Josh immer ignorieren. Was immer? Das angeht. Ich lass meine Witze, lass ich raus, wie ich will. Lass mir von keinem hier den Mund verbieten. Was macht ihr denn da? Oh, jetzt geht der LKW aus, weil wir am Abgrund stehen. Nee, am Abgrund stehen wir nicht. Wir stehen am Abgrund? Ja. Nur niveaumäßig. Ja, niveaumäßig standen wir aber schon immer am Abgrund. Das ist schön, nee, ich habe das gerade da wahrgenommen. Hinter mir wurde es kurzzeitig irgendwie dunkel und dann gleich wieder... Hinterm Abgrund. Ja, richtig. Nee, hey, aber das fing ja schon heute mit der Aufnahme an, wo es erstmal nur ging, hallo. Ja, was denn? Du hast gesagt, ich soll hallo sagen. Ja, ich. Och, ja, aber du weißt, wo wieder Antwort geht. Ich wollte dir nur verdeutlichen, dass du nicht viel sagen musst, weil du so sagtest, ja, dann mach ich das halt. Julian, Achtung, mal Zollstation. Zollstation, Zollstation. Andi? Ja? Ja? Schmuggelst du Waren? 7 weil wenn Euro ja, musst du die angeben. Ja, ja. Wen musst du angeben?
Haben Sie zollpflichtige Waren dabei? Nö, Alter, ich hab Urlaub. Fahrt mal alle vorbei. Ne, du nicht, Julian. Du nicht! Ja, dann fahrt ihr doch mal alle vorbei. Hast du doch gesagt. Ja, dann fahr doch auch. Du kannst nicht dein Versprechen brechen. Das finde ich jetzt nicht. Versprechen gut. Brechen? Ja. Was Alter, soll ich denn sonst sagen? Hast du viele PS, ey. Macht ihr da? Dem Andi Platz lassen, dass er hier wieder reinfahren kann. Ja, jetzt muss ich mir auch Platz machen. Ja, dann mach halt. Nein, ist mir sehr keiner danken, oder? Weil da war's. Oh, guck mal, hier ganz viele Vögel. Wer vögelt? Da sind Vögel überall. Na, hört's halt auf. IKEA war da auch. Hätte nee, ich das heißt mal tanken sollen? IKEA-Tankstelle. Hä? Was, eine IKEA-Tankstelle? Julia, wo bist denn du, ey? Ich dachte, du hast hier 7500 PS und so. Ich hab euch Platz gelassen und ich halte Sicherheitsabstand, weil ich euch nicht noch mehr gefährden möchte mit meiner Fahrt. Jetzt rede das sich raus, wo er merkt, es geht doch nicht. Ich bin nur direkt an Carsten dran. Ich kann jetzt wieder überholen. Ja, dann mach doch. Ja, mach nee. Mal. Jetzt ist gerade Kurve und ich fahre mit Tastatur, wie gesagt. Schon wieder mit einer Ausrede. Hier ist Kurve. Ich muss ihn doch nicht überholen. Ich habe ja kein Bedürfnis, vorne zu fahren. Ich fahre einfach nur mit. So, der Busfahrer, der bremst so ganz dezent da vorne vor sich hin. Busfahrer ist ein relativ entspannter, gemütlicher Fahrer. Vorwegfahrer. Wenn er bremst, ist es kein Problem, weil vorher hat man halt A, genug Zeit, das zu sehen, und B, bremst man von, naja, nicht so viel Geschwindigkeit wie sonst, wenn wir vorfahren. Wir können da mit einem Hunderst davon. Nee, keiner will dich drängen hier. Nee. Der Mama darf 80 gehabt, weil er hat die Gewohnheit, weil LKW ist 80. Tempomat. Den Temponaten aber, ne? Inklusive Spurhalteassistent. Also jetzt hast du aber hier mehr als 80 drauf, gell? Ja, das sind jetzt in Menzke. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich auch eingestellt. So. Ich weil er gerückt wurde, dass ich übereinander schleife. Ja, guck mal da, ein Schlepper. Ein Schlepper? Der fährt da. Der Schlepper. Also ich glaube eher, der Schlepper schleppt, als dass er fährt. Nee, jetzt gerade schleppt er nicht. Da ist ja kein anderes Schiff gewesen. Boah, Schlepper konnte man bei Schiffssimulator früher immer fahren. Oh. Hattest du den? Ja, 2006 hatte ich. Das war total Gott. Nice. Hat immer Spaß gemacht. Dann kam, hast du das Spiel gestartet, dann kam immer... Astragon Software. Du hattest echt einen Schiffssimulator? Ja, aber auch eher aus Spaß, weil sowas wie... Du hattest da so eine Ego-Perspektive, womit du auf dem Schiff rumlaufen konntest. Dann hast du halt... War ich halt noch jünger, da hast du so einen Schwachsinn gemacht wie da Titanic halb noch jünger, Titanic halb auf den Hafen gestellt und dann rumgelaufen, als sie untergegangen ist, oder mit einem Speedboat über Rampen gesprungen und sowas. Jetzt fahren wir voll über die hohe Brücke. Kennt einer von euch Ports of Call? Nee. Nee. Vielleicht obwohl, der Andi oder der Busfahrer. Ja, obwohl das ist. Ich kenne nur Call of Call. Ist wirklich viel. Oder Duty. Viel vor deiner Zeit, das stimmt schon. Viel vor meiner Zeit? Ja, viel vor deiner Zeit. Eine Zeit begann 1997. So Ports of Call. Amiga. Ja, da musste man dann Schiffe kaufen und dann die um Eisberge manövrieren und im Hafen andocken und so. Carsten? Ja. Was sagst du denn eigentlich zu Rollercoaster Tycoon World? Jetzt geht es los. Ja, im Moment sag ich... auf der rechten Spur bleiben, allerdings geradeaus weiter nicht abfahren. Ja, im Moment sage ich dir gar nichts zu, weil ja das immer noch nicht kommt und so. Das ist draußen, ich hab's doch schon installiert. Ne, du, es ist noch nicht draußen. Doch, es ist draußen, ich hab's schon installiert. Und hast du schon gespielt? Nee. Ja, eben. Ja, wenn es installiert ist, müsste es doch auch schon laufen. Nein. Nee, Preload. Es ist in Steam in deiner Bibliothek, mehr aber auch nicht. Nee, du kannst manchmal Spiele auch schon installieren, das ist dann Preload, aber gestartet werden können die dann erst, wenn du... Also ja. Laut Angaben war gestern Release. Das wäre neu. Sollte eigentlich öffnen gehen, ich hab's nämlich gestern runtergeladen. Ja, guck mal. Die Leute haben auch schon geschrieben, läuft nicht gut und keine Ahnung. Hoppala, Achtung. Busfanat, was machst du da? Es schwankt.
Ja. Wie viel hat er denn getrunken, dass er jetzt schon schwankt? Ich weiß nicht, ich hatte eben das Gefühl, er kippt gleich um. Ach, als ob er umkippt. Ich bin ein bisschen schnell in die Enge gekrochen gefahren, ja. Wer ist ein Scania, hä? Iveco. Ja, Iveco. Julian? Ja, bitte? Soll ich mal einen Karsten überholen lassen, dich mal mir vorknöpfen? Nee, aber Iveco ist immer Unfall-LKW. Lass mein Iveco in Ruhe. Iveco fällt immer um. Ich bin einmal in meinem Leben Iveco gefahren und ich bin instant damit umgekippt. Ich kann instant. Das Ding ja überhaupt nicht leiden. Instant-Kaffee? Ja, Instant-Nudeln. 5 Minuten Terrine. Alles eine Gewohnheit. Oh, ist das schön hier. Guck mal da vorne geradeaus, der Berg. Halt durch. Der Berg. Guck mal die Brücke da. Die der Denker. Die Mega-Brücke da. So, wer hupt denn da? Achtung, die Leute, wir fahren jetzt in den Tunnel, eine allerdings auf der falschen Seite. Uhrwechsel. Oh, ja, ja. Baustelle. Ach, Baustelle. Ach, das ist aber cool gemacht. Das ist cool. Oh, man hört sogar. Bitte was? Ja, den Dingsbums da. Bumsfahrerrad. Also, Carsten, ich hab's jetzt nicht gehört. Nicht? Aber ich hab das Spiel auch nicht so laut. Und dazu kommt, dass ich das vielleicht überhört habe. Du hast das überhört? Weil ich mich schon mal für dumm verkauft habe. Als ich euch von den Asphalt-Sounds berichtet habe. Vor allen Dingen nicht heute. Also niemals. Was ist denn heute so besonders? Heute bin ich April? Nein. Ja, aber... Das kennt ihr wieder nicht. Ne? Also 1. April ist dann der eine Tag, wo ihr mich nicht für dumm verkauft. Mhm. Finde ich cool. Kann immer 1. April sein. Ja. Jeden Tag. Nein, ihr verkauft mich ja nicht immer für dumm. Nicht? Nee. Ich bin nur gerne mal was schuld, was ich nicht getan habe, aber jetzt sonst. Den Satz kenne ich ja schon länger, Julian ist schuld. Früher war das ja immer Marcel ist schuld und als ich dann angefangen habe mit Videos zu machen, war ich dann schuld. Ist ja interessant, jetzt downloadet der das tatsächlich. Mhm. Ach, jawoll. Ach ja. Ich würde das jetzt aber jetzt nicht tun, Carsten, sonst hören wir dich gleich nicht mehr. Du hörst mich noch. Was? Du hörst mich noch. Was? Man hört dich noch. Ja, ich weiß, dass man mich noch hört. Wie hast du das denn jetzt downloaden können? Wir fahren die ganze Zeit Kurven und du hast... Tja, ich bin halt vernetzt, verstehst du? Der hat wahrscheinlich auch einen zweiten Monitor neuerdings. Nee, kennst du Steam-App? Ah. Ach, und da kannst du direkt auf den Rechner ziehen? Ja. Du kannst im Grunde die Installationen da anstoßen. Aha. Mhm. Was cool. Fernsteuern quasi. Ist ja aber Carsten... Schon mal im Vorhinein, wie gesagt, ich habe mal die Rezessionen gelesen, die sind alle durchweg negativ. Ui. Ja, ist ich ja Early Access, es ist ja keine vollwertige Version, wie sie es angekündigt hatten. Deswegen habe ich davon noch nichts gehört. Okay. Early Access sagst du dann dazu, wenn du das Produkt nicht fertig hast, aber dann releasen musst. Oder ist jetzt wieder hier dieses komische Wochenende, weil die haben zwischendurch immer so, nee. Wochenenden das freigeschaltet. Nein. Die haben Probleme gekriegt, weil die Händler, Amazon und so weiter, die haben das Ding vor einer Woche schon verschickt, weil da angeblich Release-Datum war. Und vermutlich hätten sie, wenn das nicht passiert wäre, das Ding wahrscheinlich sogar nochmal nach hinten verschoben vom Release her. Und ich vermute mal, beziehungsweise ich habe gelesen, dass vermutet wird, sagen wir mal so, dass deswegen jetzt gesagt wurde, gut, wir bringen das Ding einfach in die Early-Access-Phase, dass die Leute das jetzt auch wirklich spielen können und ich habe das Gefühl, dass der Schuss nach hinten losgeht. Blöde Entscheidung. Weil die Leute sich schon beschweren, es ist nicht das drin, was versprochen wurde und du hast zu wenig Möglichkeiten und die Leute laufen alle wie Zombies rum und lauter so Sachen halt. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, das liegt eher auch noch an was anderem. Hm? Es gibt nämlich mittlerweile eine Vorabversion eines anderen Rollercoaster-Spiels. Mhm. Was im Übrigen richtig geil aussieht. Du meinst dieses Galaxy oder wie das Ding heißt oder Orbit oder wie heißt denn? Das Carsten, was machst du da? Überholen. Das heißt, wie heißt das denn jetzt nochmal? Auf jeden Fall habe ich da schon Videos zu gesehen. Richtig geiles Dingen. Kostet allerdings auch weniger. Also soll weniger kosten, irgendwie nur 25 Euro oder so. Total geil. Aber... Ich habe 17 bezahlt, nur mal so am Rande. Aber, wie heißt no das comment. Jetzt nochmal? Ich muss nochmal eben kurz gucken. Weil er sagt, das wäre billiger.
Karl Franz. Vielleicht hat der Carsten es über Steam gekauft. Tanken muss man tanken mal. Zu spät. Nein, muss keiner tanken. Nein, ich habe es nicht über Steam gekauft. Also ich habe vor der Aufnahme noch getankt. Ich vermute auch Amazon oder so, da kosten die Dinger ja richtig Kohle. Ja, ihr vermutet immer. Ihr vermutet und vermutet. MMOGA ist auch deutlich teurer. Okay. Können wir das Thema jetzt einfach so.